Hallo, ihr lieben Inselkumpelinnen bei Let's Lost Together. Ich bin Speedy. Ich bin immer noch Pinko. Und ihr seid auf der Insel Lostalgie mit mindestens 21% nachhaltiger Produktplatzierung. 94% ernstzunehmendem Content. Hallo, ihr Lieben. Diesmal Hallo. ohne Internethänger. Toll, ich bin weg. Ja, dasselbe Ding wie gestern. Gestern vor allem. Hallo. Irgendwie war das. Bündchen übertragen, das hier, bitteschön, für dich. So, vom Soundspiel leiser machen. Ja. Krass, dabei habe ich das schon runter auf. Nee, ich habe das vorhin auf 5, auf 20 Nee. Prozent. Ja, ich habe das vorhin auf 20% schon runtergestellt gehabt. Finde ich Aber geil so. Mach das Spiel bitte leiser. Nö. der hat das wieder ignoriert. So, ist das jetzt okay? Aber der Ingame-Sound war krasser, ne? Wir schauen mal. So, wir haben entschieden, Limbus sein Projekt zu pausieren, weil wir alle müde waren und ins Bett mussten. Und machen jetzt weiter. Kann's kaum erwarten. Ich auch. Ich hatte noch eine Frage, die mir gekommen ist. Diese Figuren von diesem einen Roboter auf dem Zug. Hattest du die selbst eingesprochen oder waren die auch irgendein DLC? Gut. Fängt ja gut an. Oh, ich habe jetzt das Safe nicht mitgenommen. Ich liebe alles. Ja, ich hätte das nochmal bereitgestellt. Dann nehme ich halt den anderen. Dann machen wir das wieder über den RPG Maker. So. Bitte schön. Dass jetzt wieder diese tolle Wellenmusik gehört habe. Alles DLC, okay. Der hat das jetzt gespeichert bei dem. Upsala. So, legen wir los. Da. Aber knackt man Raids in den Stream? Dankeschön. Macht aber kein Geräusch. Warum macht es kein Geräusch? Aber es blinkt. Es blinkt, aber macht kein Geräusch. Keine Ahnung, ob es ein Geräusch macht oder nicht. Ich kann das eh nicht hören. Eigentlich müsste ich. Hat es im Stream ein Geräusch gemacht? Aber hallo, schön, dass du da bist. Dann beginne ins Bett. Ich bin so erledigt. Morgen werde Ja, gut, ich. dann bis nächste Woche. Morgen werde ich zuerst zu Hause vorbeischauen. Das muss ich verschieben, sonst sehe ich es doppelt. So. Und das muss ich so verschieben. Ja. Du musst es wirklich wollen, denk dran. Ich hab's gewollt. Hab ich gesehen. Ich will so sehr. Raid Leader, Mr. Ach, guck mal, jetzt steht da in Gelb, dass du der Raid Leader bist. Im Steht doch Job immer bei da. mir.
Nee, ich meine hier, ich sehe ja zum ersten Mal den OBS-Chat. Das ist gelb umrandet. Ja, ich weiß, das ist bei mir auch immer so. So, erstmal wieder reinkommen in diese ganze Action hier. Hallo Mimi. Schön, dass du da bist. Sie will zwar erst nach Hause. Sollen wir mit dem spielen? Oh, wer bist du denn? Feuerfrau? So, Freundin von letztes Mal? Ja. Ich habe einen mega wichtigen Auftrag. Die Klärwerkanlage sauber zu machen. Guten Morgen, Akako. Du bist ja schon wieder auf Zack. Aber natürlich, die Welt verlässt sich auf mich. Ich verrate es dir. Wir haben fast alle Folgen des letzten großen Angriffs beseitigt. Du fragst, gibt es noch Probleme? Wir haben doch alles abgesucht. Ja, wir waren sehr gründlich, aber manchmal erkennt man nach gewisser Zeit, welche Schäden das Blut eines Eindringlings noch angerichtet hat. Der neulich war so riesig, dass er sich bis in die Kanäle gesickert ist. Ein paar Pflanzen spacken jetzt herum, wie es scheint. Dann solltest du entstandene Viecher ausschalten. Das ist das von Limbus, Mimi. Das Spiel ist von Limbus. Kann ich dir dabei helfen? Du hast mich gestern gerettet. Ich möchte mich erkenntlich sein. Ja, Mimi, du hast beim letzten Mal alles verpasst. Das ist lieb von dir, Schwesterchen. Dann gehst du in die Vorstadt bei der Schule und nicht zum Schreien. Ja, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, heute weiterzumachen, weil wir alle müde waren. Und Leute, die keine Ferien haben, auch arbeiten müssen. Das ist krass, oder? Mhm. Dort gab es eine Besetzung. Die Opfer des Angriffs wurden zu unseren Vorfahren gebracht. Die Priester behaupten, es würde dort seitdem spuken. Spucken? Meinst du? Ich hätte noch fast so gelesen. Ja. Es sind Körper in Kontakt gekommen und sind... Nein, daran will ich gar nicht denken. Ich hoffe doch. Auch wenn wir unsere Toten verbrennen, könnte ein Leichnam besudelt worden sein. Cool, nicht wahr? Also Mimi, ich spiele ja im Moment auch nebenbei Diablo 4. Sieht besser aus. Was wohl dabei herauskommt, wenn wir aus Versehen einen Eindringling bestatten und dessen Seele dann nicht weiter darf? Abgefahren, oder? Na, ich weiß ja nicht. Erledigen wir das lieber schnell. Genau, und danach zeige ich dir was ganz Besonderes. Du wirst lernen, zu was deine magische Zunge noch so in der Lage ist. Manchmal bist du echt merkwürdig, Akako. Soll ich Akako sagen oder soll ich Akako sagen? Oder Akako? Also ehrlich gesagt hat sich das gerade für mich überhaupt nicht Akako anders angehört. Wie du also willst. Ich würde tatsächlich Akako sagen. Wenn man das aus den Worten Rot und Kind, also rotes Kind, weil sie ja rot ist, dann würde sie Akako heißen. Guck mal, unsere Japanisch probieren. Profieren? Ja. Ja, das beschreibe ich so. Gehen wir. Akka. Folgen Sie dem roten Kind. Rote Kind rennt. Ha, ich kann rennen, schneller rennen. Totes Kind, ja. Hab selber aus dem Netz. Totes Kind? Rotes Kind. Akka ist rot. Ich wollte gerade sagen. Nicht totes Kind. Das ja, Akako heißt rotes Kind. Vor allem auch der Satz, weißt du, ja, das tote Kind habe ich auch im Internet. Ja, warum, aber ich stell dir noch ist vor. Das hier, also die sagt mir eindeutig, ich soll hier hin. Jetzt ist die Musik wieder zu laut, ne? Die sagt mir eindeutig, ich soll hier hin, aber der ist nicht blau. Was ist da los? Ist die Musik jetzt zu laut? Die wollten sich aufteilen, das stimmt. Aber du kannst mitkommen, wenn du ja, magst. Aber ich habe keinen blauen Punkt. Das ist das. Aber Schule, okay. Keiner sagt was zum Sound. Ja, du geht dazu.
Also sind wir uns einig, dass sie Akako heißt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das Ding ist, der Sound darf nicht überwältigender sein als wir. Eindringlinge, wie Akako gesagt hat. Ja. Okay. Ich sollte dich schnell einschalten. Das passt aber nur einmal. Vielleicht heißt es auch Akakao. So wie ein Kakao. Ja, aber dann wäre sie ja braun. Oh, ich habe wieder Halluzinationen. Von dieser Tastatur, die Englisch ist. Ich finde diese coole Blume da schon echt nice. Och, Limbos, man kann immer noch nicht krabbeln. Ich dachte, du hast das Spiel repariert. Bist du gerade eine Blume am Gießen? Ich bin gerade eine Blume am Gießen. Aber... Warum hat die keinen Fernschuss? Aber eine Sonnenbrille. Guck, ich kann ja nichts machen ohne... Also ich könnte hin und her laufen, aber wer macht das schon? Unten macht zwei Fehler, also zwei Treffer. Ich wollte gerade sagen, Fehler? Ja, also das ist ein Fehler, wenn sie sich... Also warum verletzen wir Pflanzen mit Wasser? Fuck! Weil die Pflanzen Sonnenbrillen tragen. Was? Ein Hybrid? Nee, kein Hybrid. Oh, ich lasse die Pflanze einfach kommen. Haha, Idiot. Oh, schon vorbei. Alle Blumen überwässert. Ich schau mal nach Akako. Jetzt war's falsch. Akako. Akako. Geht noch öfter. Wenn ich links lang gehe, habe ich eine Puppe. Ich wusste es. Genauso hätte ich es nämlich auch programmiert. Soll ich dir was sagen? Deine Lebensleiste hat sich wieder erneuert. Nicht, dass du dich nachher wieder fragst. Hallo, Medi. Hi, Medi. Schön, dass du da bist. Sollen die gut oder schlecht sein? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich glaube, die wollen mir was verkaufen. Vor allem einer von denen ist durchsichtig, guck mal. Ja. Dieser schwarze Punkt ist so in der Luft. Die wollen mir doch nicht. Doch. Guten Tag. Ich habe davon gehört, dass hier etwas Unnatürliches vor sich gehen soll. Ein anderes Magical Girl sollte bereits hier sein. Muss ich das machen? Ja. Sie müssen Nanami sein. Das ist richtig. Die Vorleute von euch ist bereits beim Schreien. Allerdings schon etwas länger. Wir würden langsam gerne wieder zurück. Das sind diese Ungesichter vom Intro. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne mal nach dem Rechten sehen. Selbstverständlich. Ihr Magical Girls seid die Verkörperung unseres heiligen Drachen. Nur bitte versuchen Sie diesen heiligen Ort zu sehr zu stören. Ich glaube, nicht zu sehr zu stören. Verstanden. Ich bin sicher, alles ist wieder in bester Ordnung. Jetzt wird mir Mr. Beknackte Mann die ganze Zeit als Raid-Leader angezeigt. Ja, ich weiß, mir auch. Interessant. Regel Nummer 1. Heiligen Ort besonders stören. Hat er gesagt. Geht er weiter. Akako, bist du hier? Ich muss jetzt jedes Mal... Nanami, da ist eine Puppe. Ich will die Puppe. Ist mir egal, ob die auf dem Boden liegt. Ist mir gay. Aber was ist denn das für ein Raid-Leader? Du kommst mit einer einzigen Person, die wahrscheinlich du bist. So. Hä? Also danke für den Raid, aber. Und ich weiß jetzt, dass ich keinen Sound für den Raid habe. Verdammt, was ist passiert? Ui. Prinz Pilaf, bist du's? Beweg keinen Muskel, ich komm gleich rüber. Zu dir. Ach, Maus! Ja. Ich hab ne Maus. Das will ich schon wieder. Kann ich verletzt werden, während der... Der Bus sagt ja. Nee, guck, ich hab keinen Punkt verloren.
Der sieht schon cool aus. Wieso schießt die nur auf mich zu? Ich hab keinen Bock. Speedy, kann man uns Special abonnieren mit Geld? Was? Special Abonnement geht erst, wenn wir 50 Follower haben, dann sind wir Affiliate und dann kann man uns mit Geld. Oder ihr geht unten auf den auf Info und dann scrollt ihr runter auf den PayPal-Link, den wir haben. Ich find's geil. So, dieses Hauptsache Boss besiegen und gleichzeitig Werbung fürs Geld machen. So. Ich wurde gefragt. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Das ist. Ich finde diese Bot mega nice, aber. Er sieht voll cool aus. Aber hier ist so viel Multitasking gefordert. Nein, noch eine Phase. Ich verliere dich nicht auf den Augen, oder? Außer du spielst gleich ein Hütchenspiel. Tja, ich bin besser als Feuer. Eine Stunde? Wie eine Stunde? Für den Sprite von dem Boss gebraucht. Ah, okay. Einfach so Premium gemacht, alles. Was ist passiert? Das war ein cooler Boss. Auch von der Mechanik her. Das war eine sehr interessante Mechanik für den Boss. Es hat mich so erschreckt, dass ich nicht aufgepasst habe. Das Ding hat mich einfach erwischt. Ich werde dir helfen. Aber nur ein bisschen. Du brauchst deine Kraft auch noch selbst. Ein wenig kann ich entbehren. Du bist doch meine Schwester. Seit gestern. Hui, danke. Das ging aber schnell. Du bist die Beste, Nanami. Aber bitte sag Kin nichts hiervon, ja? Sie würde mich nur auslachen. Versprochen, kein Wort. Wir schreiben einfach in unserem Bericht, dass wir gemeinsam hier waren und dieses Ding sich eben ordentlich gewehrt hat. Ob es wirklich die verdorbene Seele eines Opfers war? Nicht mal im Tod sind wir sicher vom Feind. Ich glaube ja, das waren Dorfbewohner von außerhalb. Wer weiß. Die Priester sollten bei einer Beisetzung einfach genauer sein und im Zweifelsfall eine von uns dazu holen. Und jetzt das Wichtigste. Folge mir. Obwohl ich besiegt wurde. Warum ist der... Okay, die chillt hier in irgendeinem Penthouse und hat hier ein Fotoshooting oder so? Die goldene? Ja. Die hier hat ein Herzchengesicht, das finde ich schon sehr süß. Aber habt ihr gesehen, hier ist gerade der Kopf umhergelaufen und ist dann erst hier drüber verschwunden. Zwei verschiedene Events. Oh, jetzt können wir mit der Röhrchenbahn wieder fahren. Mit der Röhrchenbahn. Akako, bist du denn... Akako. Schon, wo bist du denn? Eis-Shop. Was macht sie da? Oh, das geht nicht. Ich muss auch Miete zahlen. Ich will aber Schlecken. Her damit. Was? Ich bin extra hierher zum letzten Laden vor der Ehre gekommen, um es zu tun. Entweder bekomme ich es oder ich hau deinen Laden zu Schrott. Du ruinierst mich noch. Ich muss doch Taschengeld oder sowas bekommen. Zahl dafür. So, ihr müsst das. Ich weiß, dass du immer zusiehst.
Ich bin gespannt, was die Prinzessin dazu sagt. Was? Ich sehe überhaupt nicht zu. Also, na gut, hier. Aber das ist das letzte Mal. Tada, ganz viel Eis zum Schlecken. Der Alte hat es uns zur Verfügung gestellt. Wie schön, Akako. Was soll denn dieser Krach schon wieder? Nicht mal hier hat man seine Ruhe. Der Blick ist einfach, ich hab mit meinem Leben aufgegeben. Sada, da bist du ja. Es ist wichtig, dass wir alle vier da sind. Nicht schon wieder. Schön, dich zu sehen, Sada. Wenn ich wieder wegen dieser Eissache herbestellt wurde, gibt's Ärger. Ich dachte mir, du würdest auch mal die beste Schleckerin sein wollen. Bisher hast du ja eher versagt. Ich denke jetzt die ganze Zeit an Ed vom Schlecken. Ja, stimmt. Für diesen Quatsch habe ich keine Zeit. Geht mir nicht auf die Nerven. Hallo, Nafaju. Hallo. Bedauerlich. Ich hatte mehr erwartet. Dass du dich im Verliererfeld so zu Hause fühlst, macht mich fast ein bisschen traurig. Und als diejenige, die ein Bündnis mit dem mächtigen Golddrachen eingehen durfte. Ach, die heißt wirklich Kin wegen Gold. Spannend. Ihr könntet auch mal ruhig eher mit deinen japanischen Kenntnissen rauskommen hier. Ich dachte, ich habe gedacht, es wäre ein Zufall, dass die das hat, aber gut. Weil die werden ja so eher gelb ist. Ich dachte, ich bin mit Abstand die mächtigste von uns. Das steht ja wohl außer Frage. Frau also Gold. Ich bin jetzt dafür, dass... Klimbus, endlich mal jemand, der die Namen durchschaut hat. Ich bin ja jetzt dafür, dass Don, ich, Pingu und jemand Freiwilliges aus dem Chat diese vier Charakter auf den nächsten Comic-Con als Cosplay machen. Ich bin Akako. Ja, ich bin die Blonde da. Kim. 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 Kim, nein. Nein. Also ihr könnt euch noch um Sada und Nanami kloppen. Mhm. Am besten den Rest nehmen. Ja, am besten auch noch Mimi. So, bis der Chat, bis das Spiel jetzt hier zu Ende ist, müssten wir Leute haben. Limbus davon sein. Ja, okay, Limbus. Möchtest du Blaui oder Orangi? Nanami oder Sada? Obwohl nicht in jeder Disziplin, aber naja, man kann nicht überall die Beste sein, nicht wahr? Limbus normal. Ich werde dich mit einer Überlegenheit zu Diamant pressen. Mit einer? Ja, mit einer. Sicher, dass deine Zunge nicht nur zum Töne spucken taucht. Dieser Wettkampf ist wirklich eine Schlacht. Um was geht's hier überhaupt? Der Kampf der Schleckermäulchen. Die Gewinnerin wird in die Geschichte eingehen. Zumindest bis zum nächsten Wochenende. Ich hoffe, ich kann an diesen Gacha-Automaten. Ich hab voll Bock, wie in Minish Cap Figürchen zu sein. Die Blonde heißt Kinpatsuko. Ich hab noch nie gewonnen, das glaube ich. Das glaube ich dir sofort, Sada. Die ist zu langsam oder so. Wow, ich will gewinnen. Als würde so ein Spätzünder wie du irgendwas gegen mich gewinnen. Die passt echt zu mir. Macht euch bereit. Keine Verwandlung, keine Magie und keine Drachen. Aber was hat die denn da? Die hat eine blaue Eiskugel bestellt? Okay. Eine gelbe? Okay. Eine rote? Okay. Aber dann hat sie noch eine grüne geholt? Will sie die Orange hier ärgern? Ja. Möge die Beste gewinnen. Ist das jetzt ein Minispiel, wo ich ganz oft drücken muss, um meine Tastatur zerstört wird? Ja, ich musste mich durchstrecken. Limbus sagt, du musst echt schnell sein.
Lüg doch nicht. Mach ein bisschen Fingergymnastik und dann fang an. Lass dich nicht ablenken, egal was du siehst. Und drücke, bis das Spiel beendet. Das wird gut. Bis das Spiel beendet ist? Ja, dann wird okay. Guter Stream. Das Finale, Leute. Und wieder. Alter, wie süß. Das Grüne ist Melone. Boah! Ich würde den echt mal Stil auch essen. Soll ich auch hören? Unfassbar. Okay. Beeindruckend. Beeindruckend, immer noch. Aber so sieht das halt aus, wenn man Eis isst. Hast du noch nie deiner Tochter ein Eis gekauft? Wie ist das möglich? Tja. Ach nee, das bin ja gar nicht ich. Doch. Ja, der am Fenster, der sieht gerade sein Ui. Yeah, oh Gott, den habe ich ja jetzt gesehen. Das ist ja gruselig, Alter. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Revanche. Nochmal, meine Tastatur ist jetzt schon kaputt. Ich wollte gerade sagen, wenn du das Eis bezahlst, aber die bezahlen ja nicht mehr. Ich werde dich klauen. Ist so. Boah, jetzt habe ich Bock auf Melona. Ich habe voll Bock auf das Eis. Wie die Don, wer auch immer mitmacht, ne? Denkt dran, Eis wird essen. Gewonnen. Verloren. Ich hab Kopfweh. Doch nicht von so einem Milky Way. Wie heißen die? Das Mini ist Milch. Melona. Das ist Melona, Mann. Als Maul. Ich will Melona essen. Black Desire sagt, ich werde Eisverkäufer. Was bist du? Nein! Doch, das ist die Blaue. Du bist die Blaue. Wieso sieht die so aus? Weil die Gesicht hat. Ihr bekommt wieder eine Chance. Es ist halt nicht einfach gegen die Königin der Zungen. Das ist tatsächlich sowas. Sie hat ja eine Mutter sie und guckt, Vater. Sie guckt, so, weil sie gewonnen hat. Guck. Ja, Mutter und Vater gibt's ja. Gibt's auch Geschwister? Nee, Freunde gibt's. Und die musste immer schnell essen, sonst haben sie die anderen weggegessen. Jetzt fängt die auch schon damit an. Das war das. Warte, der Creep, ey. Schönste, was ich jemals gesehen habe. Wie das sitzt. Speedy? Ja? Ich freue mich auf unser Eiswettessen. Auf der Comic-Con? Das hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter was zusammen machen. Das war das letzte Mal. Ich habe Besseres zu tun. Und was? Na, Besseres. Kim, wir haben alle vier das Gleiche zu tun. Wir haben alle das gleiche Leben. Du brauchst nicht dich immer so aufzuspielen. Das stimmt. Wir haben nur uns. Und die Prinzessin hat gesagt, wir sind Schwestern. Im weitesten Sinne. Ich bin anders. Meine ganze Familie wurde getötet. Ich habe keine Geschwister mehr. Ja, rast aus. Davon wusste ich nichts. Du reißt dich jetzt zusammen. Wir haben alle jemanden verloren. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten, werden weitere Menschen ihre Liebsten verlieren. Ich habe niemanden verloren. Außer doch, so Kaori. Schulfreundin da. Akako hat recht. Wir sollten zumindest versuchen, Freundinnen zu werden. Und du hattest auch Spaß, Kind. Das habe ich Kin? Gesehen. Hatte ich gar nicht. So ein Seto Kaiba. Ja! Doch, du hast voller Leidenschaft geschlägt. Siehst du? Sada lügt nie. Das ist doch das gelbe, selbe Gesicht, nur in blau. Geht mir nicht auf die Nerven. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ich habe sowas wirklich gebraucht.
Nanami. Keine Katana, was denn? Nanami, ich hab was für dich, weil du so gut geschleckt hast. Noch ein Eis. Ein Gutschein. Ich sag noch ein Eis. Aber Sada, das gehört doch dir. Du hast es aus dem Automaten gezogen. Oh, Gacha-Automat! Es soll dein Preis sein. Und was das angeht, ich habe diese Figur schon. Ich habe einmal aus Versehen den Automaten gesprengt. Ich glaube, dieser ganze Park, wo die da sind, ne? Der Typ ist pleite. Nun brauche ich nur noch ganz bestimmte. Gotta catch 'em all. Dankeschön. Sada. Die selbst. Wer verkauft die Rechte dieser Magical Girls an diese Gacha-Firma? Also, was steckt dahinter? Ich habe einen Kumpel, der hat unglaublich Pech, was Gachas angeht. Wieso? Mädchen, könnt ihr mich hören? Ach, seit wann bist du die Königin? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie auch gedacht, das würde jemand anders sagen. Prinzessin, ja, wir sind alle zusammen. Wir hören euch. Ich gebe gleich eine Audienz mit Menschen von außerhalb. Ich spüre eine Bedrohung. Begebt euch bitte zur Barriere und seht nach dem Rechten. Ich hasse es, wenn die Leute herkommen. Wir sollten uns beeilen. Einverstanden. Gehen wir! Nee, die ist eine göttliche Prinzessin. Dieser Typ, ne, von dem ich gerade meinte, der hat also wirklich so ein Pech, was Gatchan angeht. Der wollte, ich weiß nicht mehr, von welchem Spiel das war, aber es gibt ja diese Figuren in so Päckchen, wo du nicht weißt, was drin ist, ne? Und er wollte halt dieses ganze Display einmal haben, ne? Hat sich unendlich viele von diesen Päckchen gekauft. Und hatte eine Figur, hatte der nie drin. Nie. Und dann irgendwann hat es dem so gereicht, dass er sich ein Set gekauft hat von denen, wo auf jeden Fall jede Figur einmal drin ist und hat dann gedacht, die doppelten verkauft er dann wieder. Kauft dieses Set und dann ist ein Fehler drin und die Figur ist trotzdem nicht drin. Und ich gesagt, das ist so sein Leben. Das ist wirklich so sein Leben in a nutshell eigentlich. Und wenn man so viel Pech im Gatschen hat, sollte man es wirklich nicht versuchen. Ich finde das bei den Cons immer ganz cool, wenn sie diese Figuren da so ausstehen haben und man dann reingucken kann und dann halt gezielt die Figur kaufen kann, die einem noch fehlt. Ja, aber ich finde das so geil, dass er, selbst als er sich das kauft, wo alle drin sein sollen, dann Fehler drin ist und die trotzdem nicht drin ist. Das sagt doch alles aus über dein Pech, was du so hast im Leben. Oder Glück oder whatever. Limbus wusste genau, was ich wollte. Ja. Okay, Finale. Schön, dass es nimmt. Aber auch, also die zweite Sache, Limbus wusste, was ich meinte. Aber dieses, hier kommt ein Point of No Return, ja, okay. Aber es gibt auch keinen anderen Point. Also, es gibt nur den Point of Return. Ja, stimmt. Finale. So. Zeitmangel, ja. Ich bin traurig, ich will weiterspielen. Wir spielen bald weiter. Wir genießen jetzt die... Recht sieht aus wie ein Drachen-Ei-Kopf. Bin ich das? Bist du das? Auf eine Oder-Frage antwortet man nicht mit Ja. Du bist das. Prinzessin des Drachenlandes. Wir haben sie uns älter vorgestellt, zumindest äußerlich. Ist wahrscheinlich der bedrohlichste Charakter. Ihr schmeichelt mir. Ich bin dieses Missverständnis. Wieso redest du wie Loki? Was ist los mit dir? Kann ich auch machen. Hey, wo kam denn Loki jetzt her? Ich weiß nicht, aber das ist eine pinkhaarige Magical Girl Prinzessin.
Schließlich kehrt nie jemand von euch nach Hause zurück, um bei euch zu erstarren. Aber Prinzessin, wir sind zu Hause. Wir fordern unser Land ein. Es ist unser Recht, diese Stadt zu leben. Hört ihr, Pinku? Ich höre sie nämlich kaum, wenn sie so redet. Also warum? Die Musik ist so göttlich. Tut mir leid. Eure Urahnen hatten dieses Recht. Und sie haben es abgegeben, indem sie sich von uns abgewandt haben. Das ist lange her. Wir können nicht für die Fehler unserer Vorfahren kraschen. Nee. Jetzt pustest du da ins Mikro. Das ist okay. Das ist richtig, aber ihr habt immer wieder einige Fehler gemacht und die Fronten verhärtet. Auch ihr habt durch eure Angriffe kein Recht hier zu sein. Wer nichts zu verlieren hat, unterliegt keinen Hemmungen. Hemmungen sind unabdingbar für ein friedliches Zusammenleben. Ihr Willen passt nicht zu uns und sie hat nicht mal die Würde, selbst zu kommen. Oh, sie ist hier. Die wahre Prinzessin ist ganz in der Nähe. Sie lässt Dank ausrichten, dass ihr den Thron warm gehalten habt. Sie ist also hier. Und nun ergebt euch und befreit diese Welt endlich von dieser unsinnigen Drachenmagie. Euer Tod wird ein guter Anfang sein. Tod. Ich bin die Prinzessin des Drachenlandes, die erste Auserwählte und das erste Magical Girl. Wächterin und Gebieterin über diese Welt. Okay. Nichts weiter als ein Kind, das zu bekommen ist, um zu sterben zu können. Zeit abzudecken, euer Hoheit. Oh no. Oh no. Die Parade des Wassers. Ach so, das sind... Ich dachte, die hätten irgendwie Trompete in der Hand. Das ist aber eine große Trompete. Nee, die kleinen Mannequin da. Ach so. Oh, eine Trompete. Pinke ist Panzer, ey. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber pinke Panzer. Ist doch schön. Ich kann was machen. Ach so. Ich dachte, hier läuft was. Aber ich bin nicht gelaufen. Nee, Speedy möchte die Panzerparade gucken. Ja, also jetzt kommt gar keiner mehr. Das ist wie so, wähle dein Pokémon. Oh. Ich kann am besten schlecken. Oh, guck mal, ich kann krabbeln. Ich habe den Krabbelknopf gefunden. Also sie rutscht zwar auf den Knien, ist bestimmt nicht gut für die Hose, aber ich kann nicht. Ich bin Magic Girl, muss ich scheißegal. Guck mal, das ist so ein Panzer. Ich erbitte einen kurzen Bericht für das Militär, eine Übung durch. In der Größe habe ich das selber, aber selten gesehen. Einheit M4, wir sind auf Befehl des Generals hier, der von der Prinzessin darum gebeten wurde. Wir haben die ganze Stadtrand umstellt. Es scheint, als wäre der Urdrache heute besonders unruhig. Ich danke Ihnen. Wir sind ebenfalls hier, um Ausschau nach potenziellen Bedrohungen zu halten. Der Besuch kommt schließlich in der Regel nicht allein. Dieses Mal sind wir vorbereitet. Sollten die Gespräche scheitern, könnte alles passieren. Danke, dass Sie hier sind. Nanami? Ayato, bist du das? Ayato ist sehr alt geworden in den letzten Minuten. Den hast du gesprochen. Den hab ich gesprochen? Nee. Ja. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Den hast du wie ein unglaublich toller, charmanter 18-jährigen Loverboy gesprochen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, ich bin ich.
Du musst dir keine Sorgen machen. Ich kann dich und alle anderen jetzt beschützen. Bin jetzt auch ein Magical Girl. Was denkst du dir dabei? Das ist gefährlich. Du hast mir versprochen, auf dich aufzupassen. Aber nein, ich passe auf mich auf. Kannst oder du nicht normal sprechen? Hast du beim letzten Deine Mal... Eltern und alle anderen. Sowas wie Kaori wird nie wieder passieren. So habe ich das nicht gemeint. Ich wollte nicht, dass du dich auf dem Schlachtfeld begibst. Sei doch vernünftig. Wir werden auf unsere Weise alle beschützen. Und dann, wenn du deine Magie verlierst, werde ich da sein. Ayato. Wir haben es mitgehört, dieser Junge hat Mut. Hallo? Ist privat? Ganz schön hübsch. Ein normaler Mensch. Für mich wäre das nichts. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Der Gedanke, dass ihm etwas passiert, macht mich fertig. Wir alle werden ein Auge auf ihn haben. Auch Kin. Ich danke euch allen. Was war das? Oh nein. Oh nein, pinke Monster. Verdammt, die Prinzessin hat recht, jedes Mal das Gleiche. Schnell zum Schloss. Ayato, bitte überlebe. Oh, wie süß ist das denn? Oh. Dass ihr euch mal in dieser Form zeigt, ist auch nicht oft. Echt? Sehr ernst. Hallo, das ist doch der Drache. Ist sehr ernst, wir haben direkt, brauchen direkt einen Überblick. Ich werde vorlaufen. Sada, du kannst auch schneller da sein. Das wäre kein Problem. Ich werde direkt zu den Zinnen fliegen. Ich kann meinen Partner hier leider nicht rufen. Er ist zu groß, wie ihr wisst. Ich werde mich auch zurückhalten. Hä? Geht ruhig vor. Kin und ich kommen nach. Wieso? Sie wollte alles geben. Ich werde mich zurückhalten. Rubindrache, ich brauche dich. Ich habe mir irgendwie More Majestic vorgestellt. Wyvern! Das ist cool. Du kannst ruhig gehen. Ich weiß, dass dein Drache fliegen kann. Jetzt kommt Power Ranger. Ich möchte aber mit dir zusammen zum Schloss laufen. Zu weit ist es einfach sicher. Zu zweit ist es einfach mit dir klar. Wie du meinst. Schnell. Wie steht die da? Gehen wir in den Thronsaal. Die Prinzessin hat höchste Priorität. Kann ich nicht vorher in... Oh nein. Oh no. Oh. Oh yes. Der königliche Gardist? Ich beschütze die Prinzessin. Säubert ihr das Schloss. Er spricht. Schnell, beeilt euch. Teilen wir uns auf. Verstanden. Tschüss. Ich wollte mich gerade teilen. Boah, du hast dir so viel Mühe mit dem Kampfsystem gegeben. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Gegner. Hold on. Kamikaze-Strahl. Das erinnert mich an Dragon Boy. Wie heißt das? Alex Kid Dragon Curse? Wonder Boy Dragon Curse. Das ist sowas von Attack on Titan. Junge! Diese Kunden scheinen Eindringlinge zu sein. Ihr Blut hat dieselbe Farbe. Versuch nicht zu viel davon abzubekommen, Nanami. Barriere, die ist wirklich weg. Ich hoffe, das Militär beschützt den Urdrachen gut. Muss es wieder ins Leben? Ayato, bitte schütze ihn. Wir sind mittlerweile vor dem Schloss. Wir sollten hier bleiben, denn das lenkt sie von der Stadt ab. Schnell, sicher wie die Zinnen. Wohin konnte ich meine Fähigkeit einsetzen? Jetzt nicht. Mondlich! An sich. Ah.
Danke. Ich muss jetzt stark sein. Ich rufe dich, Seedrache. Wusch. Alles mit LCD ist besser. Hab ich schon drauf. Es fehlt nur der Raid Grave lang. Das kann nicht sein. Unmöglich. Was ist los? Zieh doch hin. Bist du blind? Ein fremder Drache? Er ist gewaltig. Wessen Partner ist das? Dieser Drache hat keinen Partner. Zumindest nicht im Sinne eines Bündnisses unserer Art. Das würde bedeuten, er lebt. Schwachsinn, der letzte lebende Drache ist in seiner Höhle und wird besser bewacht als jeder andere. Es stimmt. Prinzessin, seid ihr in Sicherheit? Nein. Niemand ist ja jetzt mehr sicher, denn der Urfeind ist gekommen. Seht nur, dort oben. Es ist soweit, Mädchen. Wir müssen unsere Pflicht erfüllen und uns dem Warfeind stellen. Sie ist es, die sie anführt. Die Außenstehende, die Eindringliche. Eindringliche. Und diesen lebenden, vertriebenen Drachen. Aber wer ist diese Person? Die Prinzessin des Landes, der Verräter. Ist das so? Meine Schwester. Ui. Du bist verrückt. Lange her, Schwesterchen. Ich bin hier, um meinen Thron einzufordern. Schon wieder, Limbus? Dein Ernst? Musik. Fantasy Music Pack Volume 1. Hey, nicht spoilern. Limbus hat sowas schon mal gemacht mit dem Weihnachtsmann. Ich wette, irgendwann bringt er ein Video raus, wo alle so auf demselben Platz stehen. Hier der Weihnachtsmann, da die Drachen und dann kämpft dieses göttliche Schloss gegen diese Drachen und alles vermischt sich zu einer letzten Videosequenz. Oh, das wäre voll schön. Mag sowas. Murray Atkinson, von dem habe ich auch einiges gekauft. Free Sound Org. Alle von mir genutzten Soundeffekte von Free Sound Org fallen unter CCO 1.0 Universal Public Domain Dedication. Verwendete Plugins Gull, Brainstep. Limbo sagt, es ist eine Episode 1. Seht's einfach so. Ach so. Die Episode 1 gefällt mir. Ist das so, die Episode 1 ist kostenlos und danach bezahlt für 27,99 € für eine weitere Episode. Yummy Script Title. Donkey Kong Videoplayer? BASD Movement. Besonderen Dank an DonF204, YouTube.com/@DonF204, Speedy Underwood, Twitch.tv, Let's Lost Together, da seid ihr übrigens da drauf. Stream, Steam-Gruppe, RPG Maker MZ, German, GameDevCafe.de. Oh, schön, dass du GameDev auch noch mit reinnimmst. Schön. Respekt. Toll.
Respekt, Faust. Ah, cool. Ja. Bis auf, dass das Spiel in der Urversion nicht spielbar war. toll. Auch die Mechaniken. Ich finde tatsächlich, du hast dir so viel Mühe mit dem Kampfsystem gegeben, da hätte ich noch ein paar mehr Level gehabt. Vielleicht so ein Level extra mit Kämpfen. Die Ideen, wie du die Monster zu den verschiedenen Movements gebracht hast, hat mir gefallen. Ich mochte den Boss auf dem Zug sehr gerne mit seinen drei wiederholenden Movements. Das ist toll. Ja, Shadow. Shadow, bist du da? Wahrscheinlich nicht, ne? So. So, wir verändern die Kategorie einmal zu RPG Maker MZ. Geplant war im letzten Flur auf dem Weg nach oben eine Armee von diesen feindlichen Rittern, aber ich musste einiges cutten. Das Treppenhaus. Das Treppenhaus hatte was von Metal Gear, aber das hat mir echt gut gefallen. Egal, das Ding an der Wand, an der Außenwand, da war nur die Figur, die man aufsammeln konnte, nervig, weil die noch eine Textbox gemacht hat. Aber ansonsten unglaublich nice. Hat mir gefallen. Ja. Hat bei mir eine 9 von 10. Eine 9 von 10 Eis am Stiel. Also wir bewerten immer nach irgendwelchen Kategorien und Limbus Spiel hat eine 9 von 10 Eis am Stiel. Das ist schön. Mhm. Finde ich gut. So, ich hoffe, das Spiel stützt nicht ab, weil da habe ich nur die spielbare Version. Feuer und Eis. Ui. Seht Feuer? Drache und Eis. Ich wollte gerade sagen. Ich war gerade vorhanden. So, wenn ich das jetzt Vollbild mache, dann gehst du wieder weg, ne? Ja. Musik des Jahres wieder. Das müssen wir echt. Wir müssen uns mal eine Stunde lang da hinsetzen und einfach testen, wie ich zwei Fenster auf einmal anzeigen lasse. Auf Vollbild. So, das heißt, das Spiel. Also, muss da ich muss ich ja nicht anwesend sein. Also, ja. Anwesend ja, aber nicht so aufpassen, oder? Nee. So, wir können Limbus erstmal rausschmeißen. So. Nee, ich will rausschmeißen. Du hast keine Berechtigung, deinen Konkurrenten anzuschauen. War ein tolles Spiel. Zwei Konkurrenten haben wir ja nicht. Die Musik ist viel zu fröhlich, als dass es Konkurrenz geben könnte. Nee, wir entwickeln alle hier gemeinsam in der Community. Das ist schön. Geht jetzt schon ins Ohr. Ich sag doch, die Musik ist viel zu glücklich, als dass sie irgendwas über Konkurrenz geben könnte. So, seid ihr alle bereit? Ich guck mal ganz kurz, ob Shadow bei Steam on ist. Meistens hängt er im RPG Maker rum. Ich wollte jetzt gerade schon Play sagen. Mega super. Nee, aber Shadow scheint nicht unser Freund zu sein. Okay, zuletzt online vor 3 Tagen. Wie die Musik ist weg? Ja, du hast den Stream ausgemacht. Nein. Doch. Oh. Gut. Ja. So.
Dann habt ihr jetzt. Ich hat sich gelohnt. Oh, warte mal. Oh, ich kann den Controller spielen. Bestes Spiel, jetzt schon besser als das von Limbo. Oh, eine nein. Geschichte von Shadowdawn. Was, oh nein. Entstanden für das Community-Event von Don F204 und Speedy Underwood. Drücke. Hi ho, zockt ihr immer Games aus der Community oder ist das nur eine Ausnahme? Und wenn ja, wie oft? Wir machen immer mal ein bis zweimal pro Jahr ein RPG Maker Community Event. Dort gibt es dann immer drei Themen zur Auswahl und die Leute haben dann 8 bis 10 Wochen Zeit, ein Projekt einzureichen. Und dann spielen wir die Projekte und präsentieren die. Out of Konkurrenz. Jeder ist so gut, wie er was für Fähigkeiten er hat. Und Deep Shit, Speedy, Deep Shit. Ja. Und Alter, die Musik, ey. Genau. Also so zweimal im Jahr. Roslita. Tales of Dragon and Ice. Das erinnert mich so an Spyro und Rotkäppchen. Ja. Pinko? Ja. Du hast nicht Dons Discord, ne? Könnte mal jemand von euch Dons Discord in den Chat posten? So. Ich hab doch eine Community. Oh. Die Welt von Avelsen war eine kalte und von Eis und Frost überzogen. Hallo? Die Königin des Frostes und die Prinzessin des Eises herrschten mit eisiger Hand über die Menschen. Sie raubten ihnen die Magie, die Welt zu formen und zu einem besseren Ort zu gestalten. Das ist voll klein bei mir gerade. Die Hoffnung schien verloren, doch es erhebten sich seltene Geschöpfe, majestätische und prächtige Drachen, die über Avelslon flogen und ihre Wärme den Menschen gaben. Der Frost entfloh und das Eis zerbrach. Man kann keine Links in unseren Chat posten, Speedy. Ja, gut. Kann ich Links posten? So, wobei, das sieht man ja dann jetzt. Nee. Ich weiß nicht, ob du Links posten kannst. Ich würde es gerne mal versuchen, aber ich habe den Link von eurem Discord nicht. Schicke ich gleich. Nach dem Ding suche ich das raus. Oder du schickst mir bei... ja, oder genau, du kommst auf unseren Discord und auf unseren Discord poste ich dann nachher... den Discord vom Don, von der Community, von der RPG Maker Community. Wir sind da eine ganz nette Community, die sich unterstützt, sehr viel unterstützt sich gegenseitig. Soll ich irgendwas posten oder nicht? Noch nicht. Noch nicht, okay. Ich will testen. Der Frost, ach so, weiß ich nicht. Der Frost, ja, komm, machen wir mal eben. Soll ich einfach mal unseren Discord hier reinposten und gucken, ob es funktioniert? Ja, mach das mal. Ja. Und ich hol den Discord-Link vom... Lol, bin ich doof, ey. Nix. Ich selber arbeite mit dem RPG Maker Barkin, weil ich den... Ha, funktioniert. Ah, oh, bei mir bin ich pink. Oh, das ist cool. Ich selber mache was mit dem Barkin, weil ich den Barkin sehr angenehm finde, was die Funktion angeht und wie das mit dem 3D funktioniert. So, ich muss die Webcam einmal ausmachen. So, dann kann ich den Link auch raussuchen. Also der Link, der jetzt hier ist, das ist der Discord zu meinem Twitch-Channel. Und das, was ich jetzt schicke,
ist dann der, warte mal kurz, Link zu dem RPG Maker. Ding von der RPG Maker Community. Genau. Dann herzlich willkommen. Aber vom Barkin haben wir nichts eingereicht bekommen. Ich glaube, wir hatten zwei Projekte, die mit eigenen Engines geschrieben wurde. Und der Rest bei RPG Maker MV und RPG Maker MZ. Ich habe es zeitlich leider nicht geschafft, sonst hätte ich ein Barkin-Projekt eingereicht. Aber Arbeit und Zeit verträgt sich nicht so gut. Der Frost entfloh und das Eis zerbrach und die Welt von... Ach, ich muss dich wieder anmachen. War nicht das von Murdoch auch mit einer eigenen Engine? Und ja, Murdochs war doch das mit der ganz tollen Musik, oder? Und der Mann, ich finde den Barkin auch extrem. Der Frost entfloh und das Eis zerbrach und die Welt von Aveslon blühte unter der Wärme wieder auf. Frieden und Ruhe kehrte ein und die Magie kehrte zurück zu den Menschen. Die Hoffnung war geboren. Jo. Unsere Reise beginnt mit einer jungen Dame, die gerade den Umgang mit der Magie lernt und in die Lehre eines Drachens eintreten darf. An ihrer Seite eine kleine Seele, mit der sie von Geburt an aufgewachsen ist. Alles fängt mit ihrem Aufbruch an. Roslita. Ach, Mamu, wenn ich dir jetzt erzählen könnte, dass ich ein Lehrling eines Drachen werde. Ich weiß ja, ich bin so aufgeregt, Flämmchen. Du scheinst besorgt. Es ist für uns eine Ehre, von einem Drachen ausgebildet zu werden. Das ist es auch für mich, nur habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl. Ach, Roslita, so gern würde ich den Platz mit dir tauschen. Hier, nimm das bitte, du wirst es bestimmt gebrauchen können, während deiner Reise. Und Donner204, derjenige, der mit mir gemeinsam die Community-Events an den Start bringt, der hat einen YouTube-Kanal mit ganz vielen Tutorials. Und da sind dann auch die anderen Livestreams von diesem Event mit anzusehen. Und auch alle anderen Livestreams, die bisher waren. Was ist das jetzt? Der 5. oder 6. Community-Event? Läuft schon seit 2-3 Jahren. Ich bin nur Zuschauer. Nee, du bist Papu. Ich bin Papu. Ich bin ein Papu. Ein Päckchen? Was ist da drin, Papu? Na, etwas Nahrung für die Reise. Der Weg bis nach Dragonville ist lang. Dragonville? Für dich, Flämmchen, ist es natürlich auch etwas dabei. Ach, ich wünschte, ich könnte mit. Ein Stück Kohle. Okay. Ich werde mich nun auf den Weg machen. Ich werde dich regelmäßig besuchen kommen. Das hoffe ich doch, Kind. Warte kurz, würdest du deinem alten Papu einen Gefallen tun? Mhm, jetzt schon eine Fetch-Quest. Würdest du mir noch einmal die Grundlagen des Kampfes durchgehen? Wir haben doch schon so geübt. So gefährlich ist der Weg nun auch nicht. Ach komm schon, es geht auch schnell. Tu mir bitte diesen Gefallen, damit ich beruhigt bin. Na gut, geh mir die Grundlagen noch einmal durch.
Oha. Eigenes Kampfsystem, ich werde nicht mehr. Also gut. Gehen wir das Wichtigste kurz noch einmal durch. Rechts oben siehst du deinen Status, darunter HP und MP. Halte stets deine HP im Auge, fallen sie auf 0, wirst du ohnmächtig. MP benötigst du für deine Aktion zum Anfall. Nun kommen wir zum eigentlichen Kampf. Zuerst werde ich mein Schild zaubern. Andere Magierinnen und Zauberer können ein Schild zaubern. In diesem Fall wird das Schild jeden Zauberer absorbieren. Doch das Schild kann zerstört werden. Greife ich mit einem Feuerzauber an. Feuerstufe 1, Eisstufe 1, Blitzstufe 1, Flämmchen und Magisa. Oh, ist das wie Jinns? Aus Golden Sun. Sehr gut, mein Schild ist zerstört worden. Durch deinen Feuerzauber. Achte auf die Farbe eines Schilds. Es gibt dir die Schwäche von unten vor, um es zu brechen. Vergiss nicht, nur wenn ein Schild gebrochen ist, kannst du dem Gegner Schaden zufügen. Nun gehen wir weiter. Wähle als nächstes Magie sammeln aus. Sehr gut. Falls du es nicht gesehen hast, du hast gerade etwas MP erhalten, bist in Abwehrstellung gegangen. Außerdem hat sich die Leiste unter den MPs gefüllt. Doch dazu kommen wir gleich. Zuerst werde ich dich mit einem Zauber angreifen. Oh nein. Oh nein. Ich hab einen Schild. Gut, dass du in Abwehr warst. Du hast nur eine Menge Schaden erhalten. Der hat mich fast gekillt. Kommen wir jetzt zu Flämmchen. Wähle dafür Flämmchen rufen aus und dann heilen, um deine Wunden zu versorgen. Heilung, Anstoß, Delta-Magie. Ach, das verbraucht das untere. Okay. Sehr gut. Da du noch am Anfang deiner Lehre bist, kannst du noch keinen Heilzauber, doch Flämmchen hier lässt dich nicht im Stich. Es ist immer wichtig, dass du schaust, wie du am besten vorgehst. Euer Zusammenspiel ist also euer größter Vorteil. Nun sind wir auch schon gleich am Ende. Ich möchte dir nur noch diese Synthese von Zauber und FP erklären. Ich habe dir einmal 3 FP geschenkt. Statt Flämmchen diese nutzen zu lassen, will ich, dass du diese nutzt. Man kriegt dem Leben nie was geschenkt. Das ist ein Häkchen bei. Wähle nun einen Zauber aus. Du wirst vielleicht bemerken, dass sich die Status deines Zaubers erhöhen. Das liegt an dem Mana, das sich um dich herum aufgesammelt hat. Los, greife ich dann erneut an. Nee, gar nicht. Der Monster war im Bild, weil ich das Ding verschoben hatte. Aber danke für die Info. Was soll ich machen? Den angreifen. Machen wir mal Blitz. Okay, das genügt. Wahrscheinlich hatte der nur noch ein HP. Papu, es tut mir leid, ich habe wohl übertrieben. Alles gut. Nichts, was ein Heilzauber nicht heilen kann. Ich denke, du verstehst doch recht gut die Grundlagen. Das Kampfsystem ist schon cool, ja. Ich sollte den Drachen nicht länger warten lassen, nicht, dass jemand anderes meinen Platz bekommt. Das stimmt. Steig zu Boote und folge dem Fluss immer aufwärts. Ach, Roslita, ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich, dich als große Magierin wieder willkommen zu heißen. Was denkst du, wie der Drache wohl so ist, Flämmchen? Du hast recht, ich muss entschlossen sein, um mich zu beweisen. Und so reist Rosalita mit Flämmchen gegen Norden, um nach Dragonville und den Drachenturm zu kommen. Aber hier beginnt ihr Abenteuer. Aber Scheiße, ey. Willkommen auf der Weltkarte von dieser Name. Die junge Welt ist noch recht unerkundet, doch für das Abenteuer von Roslita reicht diese aus.
mit links und rechts schaltest du durch die Orte durch und mit Enter oder A betätigst du deine Auswahl. Begib dich nur nach Dragonville. Boah, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Ich gehe zum Drachenberg. Das Drachenhort ist der Drachenberg. Rosalita will den Drachen nicht warten lassen und will keine Umwege auf sich nehmen. Ganz ehrlich, wenn ich mitmachen würde, was ich nicht tue, ich würde eiskalt solche Sachen einbauen und wenn du wieder so eine Scheiße machst, würde ich einfach nur schreiben, nein, Speedy. Einfach nur nein. Nein, Speedy, und dann spielt das Don. Warum ist da ein Redeknopf? Kann ich da jetzt hin? Ah. Okay. Ich glaube, bei mir wird es irgendwann einen Charakter geben, der zu dir kommt. Auf direktem Weg, habe ich gesagt. Nach Dragonville. Ehrenhügel. Nice. Mein Lieblingshügel. Der Ehrenhügel. Ich glaube, bei Shadow werde ich keine Clipping-Fehler finden. Da bin ich mir sicher. Der ist schon viel zu lange in dem Game drin. In dem RPG Maker Game, sodass er Clipping-Fehler macht. Ich will zum Ehrenhügel. Yo! Jetzt schon? Bester Ehrenhügel ever. Ja. Das sind einfach Don und Speedy. Ich finde Menschen weird, die von sich in der dritten Person reden. Starte von Don F204 und Speedy Underwood. Die ersten ihrer Art, die von Drachen in der Magie ausgebildet wurden. Sie zogen in die unbekannten Lande aus, um sie zu ergründen. Also, Ehre geht raus an Shadow, auch wenn er nicht da ist. Einmal Herzchen in den Chat oder sowas. Cool. Danke, Shadow. Also, ich habe ein Herz in den Chat gemacht. Cool. Oh, das ist cool. Jetzt schon bestes Spiel. 10 von 10. 10 von 10 Ehrenstatuen. Mimi ist eingeschlafen, sie schreibt uns immer mega viel. Nordelf. Ich hab grad gedacht, er würde Nordelf heißen. Nordelf. Nordelf. Ihr braucht euch jetzt so. Bald schon keine Sorgen mehr machen. Bald werdet ihr eure neue Prinzessin huldigen. Was habt ihr mit den Drachen vor? Weshalb seid ihr hier? Ruhe, alter Mann. Die Eiszeit steht bevor und das Opfer des Drachen wird am Anfang sein. Was ist hier los? Wo ist der Drache? Bitte helft uns, diese Schurken des Eises wollen den Frost. Der muss ich wie logisch sprechen. Überziehen lassen. Schweigt. Und du? Was soll dein Mädchen denn bitte aussuchen? Der Drache hat mich auserwählt, seine Magie zu erlernen. Ich werde die größte Magierin von ganz Aveslon. Ich kann nur den Namen unserer Welt nicht aussprechen. Du? Und du willst eine Magierin sein? Deine Magie ist nichts gegen eine Magierin. Oh, Kampf. Okay, verkloppt. Wir haben zwei aktive Leute, die mitschreiben. Sehe ich das richtig? Drei. Wir haben auch drei Leute, die chatten. Wir testen erstmal direkt die Delta-Magie hier. Natürlich, hast du das aus? Warum geht das nicht? Hallo? Und ich kann nicht mal Katana, fragen. Katana schreibt sorry. Ach so, wahrscheinlich habe ich null. Ich dachte, wir hätten alles voll. Okay. Kriegst du erstmal Feuer zu. Der ist Eis, ne? Dann kriegst du das Feuer. Toll. Ja, wie viel hat der denn? Oh.
würde mal sagen, 6. Danke, Rosalita. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Was ist das? Was sind das für Leute? Was wollen sie von dem Drachen? Das wissen wir leider nicht. Der Drache flog von seinem Turm nach Osten. Ich denke, er ist zum Drachenberg aufgebrochen. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Ich sollte ihm zum Drachenberg folgen. Warte doch lieber hier mit uns. Es wäre zu gefährlich und dein Papa würde mich tadeln. Wenn der Bürgermeister Angst vor deinem Vater hat, ne? Mr. Beknackter Mann, Delta wird als Parameter übermittelt, aber es wird nichts damit gemacht. Das muss ein Fehler sein. Das kann ich... Was tust du da? Entschuldigung. Alter, war das ekelhaft. Und nur die Stimmung ein bisschen aufhellen. Ja, das ist... Jetzt spülst du die Stimmung nach, oder was? Spülst du die Stimmung nach? Das kann ich nicht. Ich muss mich beweisen, dass ich würdig bin, von ihm zu lernen. Ja, trink was. Dann selber bitte vorsichtig, von denen wird es noch mehr geben. Ich werde deinem Papa eine nach... Nee, der kommt mir doch nach. Ja, ist echt so. Hören Sie alle hinten. So war das früher in Videosequenzen. So war das damals. Ha! Ich weiß nicht, ob das ein Clipping-Fehler ist, aber... Nee, da ist ein Weg, den siehst du nur nicht. Ja. Die Musik ist viel zu friedlich. Ich kann ihn nicht anhören. Das können wir ändern. Wir wollen einfach nicht mit dir sprechen. Ich hab noch nicht mal ein Menü. Oder gar nicht für den Spiel. Nicht würdig für ein Menü. Das ist der dunkle Turm. Du hast ihn gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Man hört dich pusten. Na bitte vorsichtig, Rosalita. Sie werden bestimmt auch mal zum Drachenberg unterwegs sein. Wir haben den Elfen gefesselt und ihn im Haus eingesperrt. Damit er entkommen kann und mich nachjagen? Gibt's keine Elfenbehörde oder so, wo man den abgeben kann? Kann ich aber töten? Der Ort hier sieht haargenau aus wie der andere Ort. Nein. Du hast hier nichts verloren, Kind. Ich werde dich in die Stadt zurück. Voll das Pokémon-System. Gut. Ah, also... Blitzt er mich weg. Okay, ich möchte. MP 12 von 10? Soll das so sein? Also, ich frag einen Freund. Ich muss mal 4 Punkte da haben. So, was ist das jetzt? Das Schild kann ich nur mit Feuer wegmachen, oder? Nee, mit der Farbe musst du gucken. Ja, aber das ist durchsichtig. Jetzt, dann ist es Eis. Oder Blitz. So viel dazu. Das könnte Blitz sein. Oh, da wäre besser, wenn ein Symbol drüber angezeigt wird, was es ist. Das sah für mich nicht aus wie Blitz. Komm. Das sah für mich nicht aus wie Blitz. Dieses genervte auch komm. So, Delta-Magie möchte ich jetzt hier. Hallo! Jetzt habe ich wirklich genug. Ich habe die Punkte weggenommen. Schlechte Zeiten aufbewahrt. Hier funktioniert irgendwas mit dem System. Das ist schade. Jetzt heilt er mich.
Der andere war nach zwei. Speedy, jeder ist anders. Er schlägt. Das ist schon süß gemacht. Ich habe kein Menü. Ich will speichern. Aber ich kann nicht speichern. Ich möchte... Ich bin doch... Ich bin mir nicht sicher, wenn ich sie speichern kann. Shadow schreibt, brauchst FP und die bekommst du nur über Magie sammeln. Und guten Abend. Hallo Shadow. Ich hatte vorhin 5 FP. FP. Und die waren plötzlich weg. Und ich hatte 12 von 10 Magie. Die waren weg, die kamen auch nicht wieder. Ja. Und ich kann nicht speichern. FP werden auch durch die normale Magie verbraucht. Wie dumm ist das denn? Hä? Ich habe Magie gesammelt, um Delta-Rune zu testen, ja? Und dann kommt der an. Das heißt Delta-Magie! Und dann kommt der an mit. Wurde im Tutorial erklärt. Und dann hatte der ein Schild. Ich bin im Grunde. Das ist jetzt einfach so. Du hast hier nichts verloren, Kind. Ich werde dich in die Stadt. Das ist jetzt einfach so. Ich mach das jetzt. Egal. So, guck mal. Ich mach jetzt Magie sammeln, dann habe ich 12 von 10 MP. Natürlich geht das jetzt nicht. Das habt ihr aber gehört. Das habt ihr gerade gesehen, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ja. Aber gut, dass Shadow da ist. Okay, dann halt ich. Was macht denn Schild? Jetzt kann ich vielleicht Delta-Magie nicht benutzen. Warum geht FP denn weg, wenn man Magie benutzt? Das ist doch überhaupt nicht die Ressource, die wir dafür brauchen. Jo! So mache ich das jetzt immer. Innere Stärke ist gewachsen. Oh. Achso. Magiestärke 3 zu 4. HP 17, MP 12. Nice. Aber ich kann nicht in das Haus rein. Delta-Boon regelt, ja. Ist das so ein Hobby von dir? Clipping-Feder suchen? Ja, eigentlich nicht. Aber wenn man hier so einen Projekt-Beta testet, dann muss man ja schon ein bisschen schauen, ob die Spieletester das auch richtig getestet haben. Nee, Mr. Beknacktumann? Ah nee, wer war das? Murdoch, ne? Nee, Murdoch? Du bist Prinzessin Eis. Du bist eiskalt. Nun gehörst du und deine Magie mir. Mama wird stolz sein. Ich werde mich auch um deinen Nachwuchs kümmern. Wer bist du? Und was ist mit dem Drachen passiert? Kannst du mal Spyro in Ruhe lassen, bitte? Wie bist du denn an meinen Wachen vorbeigekommen? Sind sie etwa unfähig, ein Kind aufzuhalten? Lass den Drachen in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass du ihm etwas tust. Zu spät. Euer Drache war mir unterlegen. Nun gehört seine Macht und er mir. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde ihn aus deinen Fängen befreien. Oh, Schätzchen. Willst du das wirklich tun? Der Drache ist es doch nicht wert. Für mich ist er das. Und nicht wird sich ändern. Egal, was du sagst. Wie du willst. Dann werde ich dir wohl zeigen müssen, wie man sich gegenüber einer Prinzessin verhält. Jetzt kommt der erste berühmte Bossfight, bei dem man verlieren muss. Oh, die Kampfmusik. No. Nice game show. So, jetzt sind wir übermächtig. Warte mal.
Ah, und sie hat kein Schild gemacht. Das heißt, sie kriegt die volle Breitseite des der Delta-Welt zu spüren. Los, Flämmchen. Delta-Magie. Bam. PB9. Toll. Ich finde das ein bisschen schade, dass ich nicht Magie sammeln kann und dann irgendwie Feuer benutzen oder so. Und dass das FP dann weggeht. Gut, sie ist Pau Eis, ne? Dann mache ich mal Feuer. Die waren doch alle Eis bisher. Ja. Ha, ich greife sie mehr an, als sie sich heilt. Ha, ha. Bin besser als du. Ich bin aber nur auch die Prinzessin, weil ich so viel Lebensenergie habe. Ich mag das, dass wir auch nicht alles anbauen. Was ist das? Flämmchen redet zum ersten Mal. Vorsicht, Rosalita. Rosalita. Es scheint noch nicht vorbei zu sein. Halte weiterhin durch. Ja, ich war auch gerade ein bisschen geschockt. Oh, mein Kind. Noch bin ich nicht besiegt. Du willst einen Drachen? Dann hol ihn dir. Selten muss ich meine wahre Form offenbaren. Du solltest Zeuge der Macht aus dem Norden werden. Nicht aufgeben, Muslita. Wir können sie besiegen. Gib noch einfach nochmal alles. Ich heile deine Wunden. Ich mag diese Sonne von links. Was ist denn nett? Die hat mir Magie weggenommen. Die alte Brunzel. Sammle ich 5, weil dann kann ich einmal Delta Ding aktivieren und mich einmal heilen. Warum bin ich wieder voll? Ich bin wieder voll. Ja, das ist voll. Wo wieder habe ich gleich gedruckt? Voll. Cool, die kann ich zum Tag machen. Der ganze Tag so weitergehen. Das ist Anstoß. Ja. Ist der hier oben nicht heiß? So mit der Sonne? Kannst du mal bitte sterben? Geht doch. Wie hast du? Ich bin Eis, Tochter von Frost hier. Wie kann ich gegen ein Kind verlieren? Wie konnte ich verlieren? Ich kann das nicht zulassen. Mutter würde mich strafen. Noch bin ich nicht am Ende. Ich werde meine ganze Magie gegen die richten, Kind. Die sieht aus als... Also, wie alt ist denn die Mutter? Ja, genau das. Spürst du das, Kind? Die Kälte, wie sie immer näher kommt, bald ist alles mit Eis und Frost übersät. Let it go. Hattest du die Sprache verschlagen? Bist du vor Angst zu Eis erstarrt? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich danke dir, mein Kind. Du hast viel Mut bewiesen. Du wirst mal eine mächtige Magierin werden. Ich danke euch, Drache Ellie. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Nenne mich einfach Ellie, mein Kind. Du bist die, die mein Lehrling werden soll.
Das bin ich, aber ich denke, es hat noch Zeit. Ich muss Papu hiervon erzählen. Also. Eins der Dracheneier schlüpft, Ellie. Oh, wie aufregend, dass ich dabei sein darf. Hallo? Oh, der ist ja niedlich. Ich würde ihn am liebsten knuddeln. Möchtest du ihm einen Namen geben? Ich finde Coco passend. So heißt eins meiner Kuscheltiere. Ja, Coco ist auch dabei. Papu, was machst du denn hier? Ich hab gehört, wie du dich gekloppt hast. Roslita, dem Segen des Drachen sei Dank, es geht dir gut. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Papu, schau, ich hab Ellie gerettet und die Leute aus dem Norden vertrieben. Was? Speedy, kein Telefon wert im Stream. Hallo? Papa Lars! Entschuldige, Rosalita. Papa muss rangehen. Es ist wichtig. Nein, nicht jetzt. Wo es doch so spannend wurde. Ach, Mann. Mr. Kodan, bitte verzeihen Sie die Störung. Sie werden dringend im Krankenhaus gebraucht. Ist denn niemand anders da? Ist es wirklich wichtig, dass ich vor Ort bin? Das ist es. Verzeihen Sie, Sir. Ich wollte Ihren Abend nicht stören, aber es ist wirklich dringend. Schon gut. Ich werde mich auf den Weg machen und meine Tochter alleine lassen. Ich melde mich später noch einmal. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du bist nicht böse auf deinen Papa, der Schichtdienst hat und einen Pager dabei. Wahrscheinlich ist sie eher... Ich glaube, das kannst du wegmachen. Ich bin dabei. Ich will nicht antworten. Hallo, ich will das wegmachen. Da geht man einmal an sein Handy und kriegt direkt Spam-Nachricht. Ist so. Oh, hab's direkt gesperrt. Nein, Papa, du musst Leben retten. Liest du mir morgen die Geschichte weiter? Das werde ich. Rosalitas Abenteuer wird doch nicht... Rosalitas Abenteuer sind noch nicht zu Ende. Sie hat noch viel vor sich. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich will mehr von Ellie wissen. Und Coco. Und die Prinzessin. Und... Schon gut, schon gut. Alles zu seiner Zeit, meine Kleine. Ach, nee. Schade. Komm, ich bring dich noch schnell ins Bett. Je schneller du einschläfst, desto schneller kann ich Leben retten. Jetzt lässt nie kein Kind lässt... Ein Spiel entwickelt von Shadowdom. Grafiken, Edits von der Game Engine. Kein Kind lässt ein Spiel entwickelt von Shadowdom. Danke an Sora fürs Testen. Ja, danke, Sora. Niemand danke, lässt Sora. Sein Kuscheltier in Ruhe. Vielen Dank fürs Spielen. Hä? Ein großer Dank geht an DonF204 und Speedy Arnold für das Erschaffen solcher Events. Ist es echt Ende? Also, Shadow. Wir müssen über dein Ende genauso reden wie über das Ende von Limbus und Kisaragi. Lol. Okay, das war sehr niedlich. Beknackt um ein cooles Spiel, aber ein bisschen kurz. Ich habe Angst gehabt, dass wir heute nicht durch werden. Nicht durch werden? Shadow hatte nur 3 Wochen. Alter, das war richtig süß, aber what the fuck? Bist du beknackt um ein... Nee, das hier hat ein richtiges Ende gehabt. Ja, stimmt! Hatte nur 3 Wochen. Ja, es ist aber okay. Aber hast du das Kampfsystem selber gemacht oder war das ein Skript? Weil das Kampfsystem war echt cool. Dachte ich bei dir. Super. Ja, jetzt haben wir eine wunderschöne Standardmusik. Was machen wir damit? Ja. Die ist schön, die Standardmusik. Ich würde jetzt gerne nochmal darauf eingehen. Also ich habe einen einzigen Clipping-Fehler gefunden. Ich habe mich auch sehr angestrengt, einen zu finden. Das stimmt. Ich bin so froh, dass du nicht wusstest, wie kurz das Spiel ist, sonst hättest du noch mehr gesucht. Bugs habe ich jetzt keine gefunden. Doch, bin ich blöd. Natürlich gab es Bugs. An meinem allerersten Aufladen hatte ich 12 von 10
Mana-Punkte. Ich finde es ein bisschen schade, dass die FP verbraucht wird, wenn man Mana benutzt. Aber ansonsten... Mh, 7,5 von 10 Vater, die ihre Kinder allein lassen. Ich gebe diesem Spiel eine 12 von 10. Ach, wie süß. Jetzt kann man das aber nicht beenden, ne? Süß. Okay. Das war's? Also das Spiel hat mehr Plot-Twist als die meisten 10-Stunden-Spiele. Wollte ich mal kurz angemerkt haben. So. Dann sind wir mit dem RPG Maker Community Event zu Ende. Oder hat doch noch ein Spiel? Weiß ich nicht. Ich glaube, das waren alle. Also ich habe keins mehr. Ich hatte jetzt 2 Stück. Die 2 habe ich gespielt. Ich weiß nicht, ob Don noch eins hat. Wie viel hat Don gespielt? Warte mal. 2 hatte ich. Dann hat Don als erstes das von Kisaragi gespielt. Dann kam das von Knacktoman. Dann von Murdoch. Dann von Shoryu. Dann von Katana. Ich habe 7. Wen habe ich vergessen? Limbus. Ne, wir haben alle. Alle Projekte sind durch. Wahrscheinlich wird Don am Freitag noch einen Stream machen, wo er dann die zufälligen Gewinner rauszieht. Weil bei unseren Events kann man was gewinnen, aber nicht, wenn man der Beste ist oder so, sondern jeder, der teilgenommen hat und sich an die Richtlinien hält und gehalten hat, ist dann in so einem Topf dabei und dann wird zufällig ausgewählt, weil wir wollen, dass die Community wächst und dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und dass Leute, die gerade angefangen haben mit dem RPG Maker, genau dieselben Chancen haben wie Leute, die schon richtig krass mit dabei sind. Und deswegen bewerten wir nicht nach Leistung, sondern einfach nach Leidenschaft. Leidenschaft und Spaß, genau. Und deswegen verteilen wir auch die Preise einfach zufällig an alle Teilnehmer. Finde ich aber auch besser. Ich habe das immer gehasst früher, wenn du so Wettbewerber hattest, es haben immer dieselben gewonnen. Ist halt ja, anders. Immer dieselben haben gewonnen, weil sie die meiste Erfahrung hatten oder weil sie die beste Fähigkeit hatten für irgendwas. Und das fand ich immer kacke. Das hatte ich selber mal. Ich hatte damals mal bei einem WG-Maker-Forum mitgemacht gehabt und da war es, wir geben euch jetzt verschiedene Aufgaben und der Beste und Kreativste gewinnt immer. Und das erste war, baue ein Projekt, wo du einen Stein auf eine Plattform rollen kannst. Das war für ein Anfänger-Event vollkommen okay, weißt du? Also ich dachte, so in die Richtung geht es auch weiter. Und dann die zweite Aufgabe, entwickle ein eigenes Brettspiel. Okay. Was? Okay. Und ich war damals noch nicht so weit, ein eigenes Brettspiel mit einem RPG-Maker machen zu können. Jetzt wäre das für mich kein Problem. Aber zu der Zeit. Und dann gab es welche, die haben dann Mensch, ärger dich nicht gemacht und sowas mit Spezialeffekten. Und rate mal, wer gewonnen hat. Nee, Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, so, ja, Brettspiel. Ich könnte vielleicht noch ein Kartenspiel machen. Das hätte ich noch machen können. Irgendwie so ein Kartenspiel, was irgendwie auf Steinschere Papier basiert oder so. Damals. Und dann hieß es, nö, muss schon ein Brettspiel sein. Brettspiel ist kein Kartenspiel. Hallo? Es ist ein Gesellschaftsspiel? Murdoch. Das war's. Gibt keine mehr. Ja, okay. Ja, genau, das ist noch das, genau davon ist das noch. Ja. Deswegen, ich
Schnügel. Ich könnte euch jetzt noch zeigen, wie man irgendwas mit dem ich könnte euch den RPG-Werk am Barken zeigen. Nee. wow. Also Shadow, das war kurz. Hätte ich nicht gedacht. Zeig mal dein Game in Barken. Ich hab, mach mal Barken an. Die wollen jetzt alle den Barken haben. Ich habe noch nicht angefangen. Wenn ich ein Spiel entwickle, mache ich immer erstmal alles auf Papier. Konzept, Timeline, was passiert, was ist wichtig, in welchen Etappen muss ich das entwickeln. Das ist fertig gewesen. Aber in den Barken habe ich nichts übertragen. Okay, dann mache ich mal den Barken. Warum nicht? So, ja, du bist wieder unsichtbar, ich weiß. Ach so, weil ich den Bugger auf Vollwelt gemacht habe, ne? Vor allen Dingen auch unsichtbar. Ist das echt, weil ich den auf Vollwelt habe? Nee. Doch, oh Gott. Wer weiß, warum Pinku verschwindet, wenn ich ein anderes Fenster auf Vollbild mache, der möge bitte sprechen. Oder für immer schweigen. Amen. So. So, ganzer Bildschirm. Bitteschön. Hier haben wir den Bargain. Ich mache jetzt einen Trick, warte, ich mache den nicht ganz Vollbild, aber ich mache den gecheatet Vollbild. So. Das ist der Barkeen. Jetzt sehe ich den Chat nicht mehr. Momentane Teleportation. Ja, man kann hier jetzt ein neues... Hier, LOL Community Event 6. Ich habe doch irgendwas angefangen. Aber es ist nichts erstellt. Also, wir gehen jetzt einfach auf Create a New Game. Ne? So. Und dann kann ich Game-Titel Pinku näht ein Ding. So. Das ist ein Teddybär. Die Geschichte des Teddys von Speedy Underwood. So. Können wir jetzt weitergehen? Dann können wir jetzt aussuchen, ob wir schon ein Projekt haben, das schon Assets hat oder das einfach simpel ist. Also da ist dann wirklich gar nichts drin. Da hast du ein cleanes Projekt, falls du alles selber machen willst. Jetzt muss ich aussuchen, was ich an Player-Settings haben möchte. Kriegen wo war denn die Figur? Nee, das sind die Partikel. Ach, es gab keine. Genau. Heroes. So, sucht euch einen aus. Na gut, bin dann mal weg. Bis dann und viel Spaß noch. Ja, tschüss Murdoch. Schön, dass du da warst. Ihr habt Hero A, Hero B, 11A, 11B, Warrior A, Warrior B, Priest A, Priest B, White Mage. Okay. Dann nehmen wir den White Mage. Und hier nehmen wir auch den White Mage. Und wie nennen wir den?
Das erste, was dir gesagt wird, so heißt die. Bin gespannt. Bester Name. So, jetzt können wir hier aussuchen. Wollen wir eine Vogelperspektive, eine Over-the-Shoulder-Perspektive, Ego-Perspektive oder Side-View-Perspektive? Ich nehme normal. Und dann können wir auswählen, ob wir die normale Steuerung haben wollen, eine Panzersteuerung oder eine Side-View-Steuerung. Ragnarok Aesthetics. Aesthetic rated mit 5 Personen. Dankeschön. Hallo. Es hat geblinkt, aber es hat wieder keinen Sound gemacht. So, jetzt können wir aussuchen, ob wir springen sollen können. Und irgendwie feineres Movement, das habe ich selber noch nicht verstanden. So, und jetzt können wir eigentlich sagen, der soll starten. Do you use automatic map generator? Ja, mach mal. Hello, sorry, I just realized this is Deutsch Stream. Deutsch Stream. Oh, okay. Hello and welcome. Hello. No, this is not RPG Maker Unite. This is RPG Barkin. It's a different development studio. So, und hier haben wir jetzt das hier. Das Terrain. Das können wir noch verändern, wenn wir wollen. Können wir markieren das jetzt. Wir können das Terrain noch verändern. So. Was halt ganz nice ist, ist, wenn wir jetzt irgendwelche Objekte nehmen, zum Beispiel Natur, Pflanzen, Bäume, dann wird uns jetzt gleich hier angezeigt, was wir für Bäume haben. Apfelbaum. Und ziehen jetzt den Apfelbaum einmal hier rüber in das Spielgeschehen. Plätzen den hier hin. Jetzt können wir auch aussuchen, soll der höher, soll der tiefer. Das ist dann kein Problem. Hier wird er an den Boden dran gesetzt. Und jetzt haben wir hier unten verschiedene Sachen. Wir haben XYZ. Damit können wir einiges steuern. Und, das ist das Wichtigste, den Kreis. Damit können wir zum Beispiel den Baum umfallen lassen. Egal in welche Richtung. Und mit Scale Adjustment können wir sogar den Baum größer machen. Und das ist halt nice. Du hast hier so 3D-Objekte, die du einfach verändern kannst. Jetzt können wir auf Events gehen. Und bei Events hast du halt vorgefertigte Sachen. Stationärer Typ, der spricht. Stationärer Typ, der eine Konversation macht. Charakter sind immer 2D? Fragt Mr. Beknacktumann. Nee. Es gibt auch 3D-Charaktere, beziehungsweise du kannst auch selber alles einfügen. Wenn du selber animieren kannst und so weiter, kannst du das alles auch selber einfügen. Es gibt ein Projekt hier, da gibt es einen Vorschau-3D-Charakter. Kann ich vielleicht auch gerne mal zeigen. Das UI wirkt aber deutlich fummeliger als mit dem RPG Maker MVMC. Ich glaube, dass mit dem MV und mit dem MZ, das finde ich auch, liegt daran, dass man so viel schon damit gemacht hat.
wenn ich jetzt hier auf Events gehe und dann erschaffe ich ein neues Event, dann öffnet sich hier das ganze Teil, dass ich halt voll customizen kann. Hier hast du die Event-Sheets, du kannst so viele Event-Sheets für ein Ding benutzen, wie du willst. Dann hast du hier auch die Methoden Plus. Und dann hast du hier Konversation, Screen-Effekt, Kamera, Player, Events, Teleport. Also du musst dich auf jeden Fall ein bisschen damit auseinandersetzen, wie bei jedem Programm. Ich glaube, wenn du mit Unity anfängst, da kommst du gar nicht klar. Switches gibt es hier, Event Switch on und off. Also die Sachen gibt es hier schon alle. Man muss halt nur neu herausfinden, wo die sind und wie man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. So, wir machen das jetzt erstmal weg. Ich wollte nämlich erstmal ein kleines Haus nehmen. So, nehmen wir jetzt mal ein kleines Haus. Ich sagte ein kleines Haus. Ich kann hier auch einstellen, ob der sich an den Grid halten soll oder ob ich den freisetzen kann. Wenn ich den jetzt an den Grid halte, zum Beispiel, dann macht er das dann so. Drehen wir so. Der geht da rein, das finde ich nice. Okay. Ich wollte es aber kleiner machen. So. Jetzt können wir zu den Events gehen und sagen, ich möchte ein Tür-Event. Doors. Link another place. Und dann gehe ich hier einfach auf das Door-Ding. Und kann hier jetzt aussuchen, ja gut, ich habe jetzt nur eine Map, kann hier jetzt aussuchen, was für ein Effekt wird abgespielt. Und wie soll der Charakter danach gucken? Und wo soll der Charakter hin? Wir setzen den jetzt. Gut, wir haben nur eine Arena. Das ist. Jo, der teleportiert sich hier zu dem Baum. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Event hinmachen können. Und 3D ist immer ein bisschen komplizierter. Man setzt halt nicht einfach nur 2D-Punkte, ne? Das ist dann so. Ich will einfach mal testen. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Mit irgendeinem Knopf können wir jetzt, genau, wir können die Kamera bewegen. Das kann man ja auch alles einstellen. Kamera bewegen. Fällt mir am besten irgendein Knopf. Ja. Nicht V, J. Irgendeiner ist springen. Da, X. Jo! Du kannst Mond springen. Assassin's Creed. Und da hast du jetzt einen Teleporter gemacht. Und jetzt kann ich halt sagen, okay, ich möchte einen stationären Charakter, der mit mir spricht. Dann nehme ich jetzt hier stationär sprechen, setze den hier hin. Der soll aussehen wie ein Seemann. Jetzt kannst du hier auch noch eine große Grafik anwenden. Ich glaube, das ist die Gesichtsgrafik.
So, und was soll er sagen? Hallo. Ich glaube, Mr. Beknacktumann hatte eben gesagt, war das Mr. Beknacktumann, der als Namen Akako vorgeschlagen hat? Akako? Nee. Ja. Weil, also ja, weil wir hatten, also die heißt ja jetzt White Mage und ich möchte, dass er sagt, hallo Akako. Ich und dann sagt sie, ich bin die White Mage. Was hast du gesagt, was machst du, ein Teddy? Ich brauche ein Teddy für meine Seereise. Die heißt Kuh, stimmt, die heißt Kuh. Kuh, ne? Ja, mit Kuh. Hallo, woher der uns auch immer kennt, aber... So, und schon hast du diesen einen Mannequin hier, den du sogar, wenn du möchtest, größer machen kannst, kleiner. Ne? Den du dann natürlich auch drehen kannst. Wenn ich es hinkriege. Ich glaube, das ist der Grüne. Der Grüne ist, ja, so. Und was ich jetzt auch machen kann, ich kann zu dem Event gehen und sagen, okay, das ist jetzt mein Event. Ich könnte den auch noch einen Namen geben können. Hier komme ich zu den... Das ist jetzt ein fertiges Event, weil ich es hier rausgeholt habe. Ich kann jetzt aber sagen, konvertiere zu einem Custom-Event. Dann macht er daraus das, was ich hier eigentlich als Seite hätte. Und dann kann ich noch sagen, er soll zum Beispiel laufen, warten, dann bleibt er stehen. Hab hier dann verschiedene Möglichkeiten. Limit Moving Range. Du kannst jetzt hier sagen, okay. Wenn er läuft, soll er nur hier laufen können. Und er soll frei laufen können. Move and push. Custom Collide. Okay, mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Nein! Gut, fängt schon mal gut an. Du kannst halt alles einstellen, ne? Wie die Kamera sein soll, wo die Kamera sein soll. Ich kann euch gleich mal das Beispielprojekt zeigen. Hallo Kuh, hast du ein Mädchen gesehen, das nähen kann? Ich brauche ein Teddy für meine Seereise. Genau. Gut. Dann brauchen wir jetzt mal eine zweite Map. Du hast hier den Map-Editor. Ach ja, Moment. Dann hast du hier auch eine Ressourcen. Da kannst du alles einfügen, was du für das Spiel irgendwo mal brauchst. Dann hast du hier die Datenbank. Hier kannst du zum Beispiel einstellen, Kuh. Was hat die für Abilities? Also wir sind hier jetzt bei Casts. Dann gibt es Skills, Items, Klassen, Zustandsveränderungen, die Definition der Attribute. Also Feuer ist stark gegen Eis um 21, 0. Hast die Game-Definition, also hier Start-Settings, wo startet das Spiel, wer ist im Team, wie ist die Money, wie ist die Number of Maximum Personen, die im Team sind. Dann hast du hier die Regeln für das ganze Spiel. Du kannst entweder diese Teile hier benutzen, die dir hier schon vorgegeben werden, oder wenn du das kannst, kannst du hier instant irgendwelche Veränderungen machen. Ich kann das nicht, deswegen benutze ich ein Programm, das für mich programmiert. Aber du hast hier mega viele Kameradistanz,
bei Objekten, Movement. Hier kann man auch irgendwo jetzt den Sprung. Da. Kann springen. Sprunggröße 2. Wir machen jetzt mal die Sprunggröße auf 1 und die Gravitation auf, einfach mal zum Test, 0,8. So. Und dann haben wir den Sprung verhindert. Welcher Programmiersprache ist das? Ich weiß das nicht. Kann man das irgendwo nachgucken? Genau, und jetzt ist der Sprung verändert. Genau, jetzt sieht das schon menschlicher aus. Also ich denke mal, ich atme ins Mikro, aber ich bin wieder weg. Achso, ja, du hast ins Mikro geatmet. Ja, schön, dass du das sagst. Ich war gerade konzentriert. Warte ja, mal. Und ich bin weg. Ach so, ja, weil ich wieder im Vollbett bin. Jetzt kommt sie gleich bestimmt wieder. Atme. Genau, jetzt haben wir hier Maps. Jetzt ist hier ein kleiner Reiter mit Maplist. Come on Events, die hast du hier auch. Hast du gerade Come on Events come gesagt? Come on, ja. So, Map 2. Auto Generation. Image Loading. Based on an Image. Oh. Das ist neu. Sie generiert eine Map basierend auf einer Bilddatei. Auto Generation. Was wollen wir denn haben? Kann ich hier einstellen, dass das ein Innenraum sein soll? Nee, okay, du kannst nur den Terrain verändern, okay. Flaches Terrain, ja. Gut. Dann machen wir uns da jetzt das. Dann gehen wir auf Terrain, gehen auf die Blöcke und wählen jetzt etwas für unser Haus aus. Also das war aus Holz. Die Map ist zu groß dafür. Moment. Wie kann ich das verändern? Achso, ja. Achso, Edit ist das. Okay, wie kommen wir dann in das Menü? Die Map ganz. Irgendwo muss das gehen. Dann machen wir jetzt erstmal ein Riesenhaus. Also Terman sagt, was bei dem Maker besser ist als bei allen anderen, meiner Meinung nach, ist, dass man richtige Dungeons mit Decke machen kann und mehrstöckig bauen. Ja. Was ist denn der Füller? Wo ist der Füller? Ich habe den Füller mal irgendwann gehabt. Das könnte der Füller sein. Nee. Ah, ich habe ihn gefunden. Und man muss sich mit den Symbolen ein bisschen neu auseinandersetzen. Weil es ist halt nicht wie beim RPG-Maker. Beim RPG-Maker, den gibt es seit 1999 oder so. 97. Und der hatte die Layouts immer gleich. Und klar, man muss sich jetzt ein bisschen neu damit auseinandersetzen. Aber wie ihr hier seht. So, jetzt markieren wir Folgendes. Die zwei Reihen können wir jetzt nämlich sagen. Wir wollen die Höhe haben. Die zwei Reihen. Was ist das für ein Symbol? Snap.
Und die zwei rein. Und dann gehst du wieder zu den Objekten und sagst, okay, ich möchte Indoor-Objekte, Kitchen und ziehst dir einfach mal eine Ofenplatte raus. Die stellst du dann hier hin. Dann ziehst du dir, wo haben wir einen Tisch? So, ziehen wir uns einen Tisch hier raus. Und wenn du Sachen selber zeichnen kannst, kannst du die natürlich dann auch benutzen. Ne? Ich glaube, ich habe einen Teppich genommen. Na gut, dann legen wir noch einen Tisch drüber. Heutzutage isst man dort, wo man schläft. Und Das ist modern. ja. Und du bist auch schon mal vorbereitet für, wenn du stirbst. So, das ist jetzt unser Wohnzimmer. In der Küche. Können natürlich sagen, gut. Ich muss das ein bisschen kleiner machen. So. Man kann jetzt sagen, okay, gut. Sie kann sich nicht ganz so ein großes Bett leisten. Das machen wir mal ein bisschen kleiner. Also die Pinko jetzt, ne? Natürlich, die sitzt doch hier. So. Dafür ist die Küche gigantisch. Oh, ich bin im falschen Modus. Mr. Beknacktumann sagt, Hauptsache Minecraft-Blöcke am Start. So. Sie ist hier. So. Wunderschöne Küche. Jetzt brauchen wir eine Pingu. Die Pingu wird uns sagen, wie soll die Pinko denn aussehen? Wunderschön. Wunderschön. Okay. Wenn ich dir was nähen soll, brauche ich Stoff. So. Leider ist Pinko ein bisschen groß geraten. Oh, warte mal. Brauchen. Aber. So, das sagt sie auf ihrem Bett. So. Wunderschön. Jetzt machen wir einmal nur eine Transition rein. Beeindruckt. Verändern das Event. Jetzt können wir sagen, okay, wo wählen wir die Map aus? Change Map, Map 2. Transition hier. Okay. Display. So. Und dann zeige ich euch jetzt einmal das Sample-Projekt. Ja, Speicher. Das entwickeln wir irgendwann mal mit der Community zu Ende. Ja, war gespannt, ey. So. Orb Stories. Und das Sample-Projekt zeigt einem, was mit dem ganzen Ding möglich ist, wenn man sich da ein bisschen mit mehr auseinandersetzt. Ich habe mich zum Beispiel noch gar nicht mit der Kameraperspektive auseinandergesetzt.
So. Ich werde jetzt einmal das Testplay machen. Werde ich dir einmal das Testplay geben. Hast du einen Sound und so? Sound? Hm? Ich habe Sound und Bild. Okay. Ken. Can you hear me, Ken? Yes, my voice has been heard. My name is Tria, and I am the queen of the spirits, the guardian of harmony in this world. Now, the source of our power, the spirit orbs, are in danger at the hand of the evil dragon, Tamazusa. Ken, a child of the spirit orb. So dance with the ancient fate you must depart. You must protect the spirit orb from the hands of evil. I'm counting on you, Ken. Counting on Ken. Ken's house. Hey, are you listening to me? So Kamerafahrten und so, damit muss man sich noch auseinandersetzen. Why are you spaced out all of a sudden? Are you sick? What? You've been taking the spirit queen? Are you still sleeping? Mr. Cyrus said to come as soon as you're ready. Go now. Kann man im Spiel pushen. In dem Projekt kann man nicht springen. Kamerafahrten sind schon cool, sagt Shadow. Ja. Auch hier. Also. Geht auch. Du kannst. Ich weiß, dass man sogar sagen kann, der Spieler kann die Kamera gar nicht bewegen. So wenn du was Fixes haben willst. Weil hier könnte ich ja jetzt selbst bestimmen, wie ich das haben möchte. Du kannst aber auch sagen, das bleibt fix so. Ist aber knackt und man sagt, erinnert schon an Octopath Traveler. Das müssen wir später machen. Okay, der hat uns irgendwas beigebracht.
Gandalf. Was wollt ihr von uns wissen, Gandalf? Vielleicht deinen Namen. Der Pilz hat nicht mehr. Hier war ein Pilz, der geblinkt hat. Oder was hat er denn? Barkin. Gib jetzt einfach mal Barkin ein. Ich finde super, wie das Wasser hier aussieht. Wir haben einen Bandana bekommen. So. Später. Der lässt uns auch nicht durch. Hier kommen wir nicht lang. Hier kommen wir nicht lang. Wenn du out of the village. Wir sollen angeblich jetzt aus dem Dorf rauskommen. Let's stop by later. Aber wir sollen doch jetzt... Machen wir das. Wir sind bei den Nemphors. Wasserschäde ist schon ganz gut, ja. Dort ist das heilige Schwert. Und ich finde halt, also ich habe gerade ein bisschen die Blöcke hoch und runter gesetzt und das sah ja ziemlich lächerlich aus. Aber guck mal, was hier halt möglich ist mit den verschiedenen Strukturen als Objekte. Und ja, du hast zwar diese viereckigen Welten, diese viereckigen Maps, aber je nachdem, wie gut du damit klarkommst. Ich meine, du kannst ja auch mit dem wahrscheinlich ein komplett eigenes 2D-Spiel machen, wenn du die Grafiken alle selber machst. Aber du hast halt viele Möglichkeiten, die Kamerafahrten. Du kannst hier springen, einfach von Standard aus. Du hast Pixel-Movement. Das ist eigentlich für mich der ausschlaggebende Punkt. Du hast von Anfang an Pixel-Movement und kannst springen. Es gibt eine verschiedene Höhe. Das Ding ist ja schon besser als der Unite. Ja. Jetzt kommt ein Drache. Spoiler. Was steht da? Go. Go, 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 go. Jetzt hast du hier die Kämpfe. Assassin's Blade. Und die Figuren machen halt auch wirklich was. Das ist schlimm. Haben wir das besondere Schwert ausgerüstet? Ja. Ach, scheiße. Und du hast hier verschiedene Lichtquellen, die du einstellen kannst. Du kannst dieselbe Map einfach bei Nacht machen und musst da nicht großartig was verändern. Ich habe irgendwas gewählt. Ah. Oh, der will uns immer noch nicht durchlassen. Kommen wir jetzt da durch? Nee. Okay.
typischer Heldenschaden. Wahrscheinlich müssen wir in die Kirche und uns den Segen abholen, weiterzukommen. Hohoho, ho, ho, Mr. Ken. Komm erst in meinen Shop rein. Was kaufen wir denn? Das kaufen wir und das kaufen wir. So, und mehr kaufen wir nicht, weil du sonst nichts verkaufst. Get the ore. It is true. Ja. Okay. Ho, ho, ho. Ist halt besser, oder? Der hat halt so nichts. Ich gehe jetzt als Bandana. Soundeffekte würde ich leiser machen. Vielleicht können wir die auch leiser machen. Ach, oh, oh, guck mal, wie angenehm. Message Speed. Instantly. Causer Position Memorize. Ach so. Ja, ja. Ist nicht passiert. Mhm. Weiß ich mir das Gegenteil. Ja, ja, ich bin Karapulli. So. Oh, da gab es sogar eine Animation. Wüste. Okay, dann kämpfen wir gegen Elisabeth. So fangen die besten Kämpfe an. Hey, wer bist du? Elisabeth. Okay. Damit gucken wir uns mal eine normale Attacke an. Und sie macht Unterstützung auf unseren Helden. Oh, ich stirb gleich. So, da macht der jetzt wieder sein super Surface Blade und sie macht Heilung auf sich selbst. Ist gut. Ich komme mit. Dann gehen wir in die Höhle rein. Und hier in dem Gebiet wird jetzt halt mit diesem Licht rumgespielt. Du hast hier verschiedene Lichtquellen, die das Ganze anders aussehen lassen. Und du hast hier verschiedene Höhen. Einfach allein das schon. Oh, und du hast angreifende Gegner. Nee, was kann ich? Oh, Area Heal und wiederbeleben. Dieser Angriff ist so ultimativ. Soll der so sein? Bestimmt. Oh, oh, oh. Er geht ja auch noch gegen alle Gegner. Ja, Feuerattacke gegen einen Feuergegner ist super. Ja. Und du verteilst die. Ach ne, das war die Pfeile, ne? Ich weiß gar nicht.
Wenn man jetzt springen könnte, könnte man da drauf springen. Haben die rausgemacht, also müssen wir warten. Jetzt ist das Projekt zu Ende, soweit ich weiß. Oh, ein Golem. Jetzt ist ja gar nichts. Alter, die werden unsterblich. Ich bleibe einfach bei diesem Skill. Oh. So war das als ein Boss. Spirit Stone should be here. Irgendwas mache ich falsch. Den Skill hätte man gleich One-Hit nennen können. Oder One-Punch-Hit. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Ist das Game Design? Okay, wir gehen mal. Oh, aber Ken hat gleich keine MP mehr, wenn das so weitergeht. Ach, das kostet nur einen. Da, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da war noch eine neue Stadt. Okay, ich hätte mich mit der Maus ja auch umgucken können. Alter, die kommt zum ersten Mal zu dem Eis-1. Okay, jetzt aber... Oh, sie hat auch mal was gesehen. Jetzt? Oh, erster Eindruck. Ja. Genau das. Dann hast du hier die verschiedenen Maplists, wenn du so ein Spiel hast, das ausgebaut ist. Hier hast du Kens Haus. Genau. Verschiedene Events. Und wo war das? Wo war das? Es gibt irgendwo Terrain Setting. Das fand ich nämlich beeindruckend.
Licht. Oh, ich habe Licht gemacht. Das Licht. Seht ihr das? Das ist halt der Hammer. Ja. Du verstehst die Tragweite dieses Genialitäts-Feature nicht. So. Ich habe aber tatsächlich was anderes. Da Map Settings, das glaube ich. Rendering, genau, Lichtrendering. Kannst du jetzt nämlich einstellen, was für ein vorgebautes Rendering du willst. Daytime, Nightfall, Night. Allein das kannst du einfach einstellen. So, das ist jetzt bei Nacht. Indoor Daytime, Indoor Evening, Indoor Night, Scorching Sun, Darkness, Underworld, Lava Zone, Zone, Dungeon 1, schlechtes Wetter, Serpia, Monoton. Und du kannst halt auch noch selber welche erfinden, indem du hier dich mit diesen ganzen Sachen auskennst, mit denen ich mich nicht wirklich auskenne, aber ist schon echt nice. So. Damit habe ich den Barkin gezeigt. Spannend und interessant. Wenn ich demnächst nochmal ein Spiel einreiche, dann werde ich den auf jeden Fall mit dem Barkin einreichen. Ich muss mich damit noch ein bisschen auseinandersetzen, weil ja, natürlich hat es ein anderes Layout wie den RPG Maker. Aber den RPG Maker hat man jetzt auch schon ein paar Jahre benutzt und da weiß man, wo man was findet. Aber ich denke, wenn man sich einmal wirklich da reingefuchst hat, findet man das genauso schnell. Wäre schön, wenn das gesponsert wäre. Danke, Mann. Das ist leider nett. Nee, ich bin selber sehr überzeugt davon. Ich habe den gesehen. Also, das ist schon der zweite Maker von denen. Die haben damals einen gemacht, der hieß Smile Game Builder. Und der war schon süß. War so theoretisch die Beta-Version von dem Barkin jetzt. Und dann kam ja letztens der Barkin raus. Und ein paar Wochen später der Unite. Und allein das macht den Unite halt noch viel lächerlicher. Genau, der Barkin ist die Weiterentwicklung von den Smile Game Builder. Und man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Der ist nicht deutsch. Also, wer nicht deutsch kann, wird es halt ein bisschen schwieriger haben. Aber es gibt auch ein paar Tutorials auf YouTube zu dem. Und ich finde gerade diese vorgefertigten Events unglaublich praktisch für Anfänger. Weil du kannst halt sagen, ich möchte jetzt eine statische Figur, die spricht. Ich hätte jetzt gerne eine herumlaufende Figur, die spricht. Und so kannst du ganz schnell, ohne viel Aufwand, dein Spiel zumindest dahin klatschen. Wenn du dir dann viel mehr Zeit dafür nimmst und auch guckst, wie funktioniert das mit Kamerafahrten, wie mache ich ein Side-Scroller-Game, wie mache ich ein gutes Ego-Perspektiven-Spiel. War bei MK 2000 und 2K3 auch so. Man liest sich mit der Zeit durch. Ja. Termand, hab fast alle RPG-Maker durch und muss sagen, der Barkin hat zwar noch ein paar Schwächen, aber dafür ermöglicht er viele Sachen, die bei den anderen Makern nicht geht. Und ist halt noch Early Access. Genau. Wie oft habe ich versucht, mit dem RPG-Maker VXAs, das war so, glaube ich, meine größte Zeit, aber wie oft habe ich mit dem VXAs versucht,
Plattformen hinzukriegen. Also so, dass jemand wirklich eine Leiter hochgeht und dann eine Brücke entlanglaufen kann und auf der anderen Seite wieder runter. Und das war so kompliziert mit dem Maker. Zusammen mit Pixel-Movement überhaupt nicht möglich. Und jetzt hast du mit dem einfach schon Pixel-Movement drin und Jumping und verschiedene Größen, Höhe, Hoch und Tief. Ja, und das ist beim Bugin mega easy. Genau. Deswegen bevorzuge ich den. Der MZ hat halt jetzt den Vorteil, du kennst das Overlay, du weißt, was der ermöglicht kann. Aber auch da, du hast den Vorteil, dass du bei den Objekten schon direkt die Kollision mit einstellen kannst und so. Dann hast du dieses eine Gebäude. Fertig. Ja, okay, du brauchst dann vielleicht neue 3D-Objekte. Oder du versuchst einfach, du kannst ja auch einfach Grafiken einfügen. Ich glaube, ich könnte mit den RPG Maker Assets, wenn ich die ein bisschen bearbeite, auch genauso gut ein flaches Spiel machen mit dem Teil. Das ist ja genau, ihr habt ja gesehen, wenn man einen flachen Charakter einbettet, der wird zwar flach, aber in einer 3D-Welt. Und so wird das dann mit Häusern auch. Und so kann man dann dieses 2D, wie bei Octopath Traveler oder so, zwar nicht in HD. Das war's für heute, würde ich sagen. Projekte haben wir durch. Danke, Limbus. Danke, Shadow. Kleine Einführung zum Barkeen. Kommt auf Let's Lost Together vorbei. Kommt beim Don vorbei. Der macht RPG Maker Tutorials. Abonnieren, beziehungsweise geht nicht. Followern nicht vergessen. Damit wir auf Affiliate kommen. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Wann geht der Krimi weiter? Ich weiß nicht, das wird euch Don schreiben. Ich weiß nicht, wann Don Zeit hat und wann Don dann den finalen Stream machen wird. Der wird euch auf dem Discord auf dem Laufenden halten. Und ja, ihr kommt. Mein Stream. Mein Stream geht am Samstag weiter. Dort machen wir um 17 Uhr bis 20 Uhr Splatoon 3. Und dann ganz normal dienstags 20:30 Uhr und donnerstags 20:30 Uhr. Dann wieder mit Phoenix Wright. Da geht dann die Reise mit dem Phoenix Wright weiter. Das meinst du mit Krimi, ja? Das geht am Dienstag um 20:30 Uhr weiter. Und dann werden wir den Mörder entlarven. Bin ich gespannt. Ja. Also ihr beknackter Mann und du kannst gerne gerne mitgucken. Aber nicht spoilern. Spoilern ist verboten. Und wird aufs Höchste bestraft. So. Ihr könnt die Insel verlassen, indem ihr euch in das kleinste Bett der Welt legt, wenn ihr es findet. Die Augen zumacht und träumt. Dann wird euch in den Träumen Konfuzius erscheinen, der sagt: Dies war ein lehrreicher Stream. Auf Wiedersehen. Wir sind bei Teil 1. Episode 2. Bye bye.